der Wissenschaften findet heute der Best of Content Marketing Award statt. Mit 781 Einreichungen ist er Europas größter Wettbewerb inhaltsgetriebener Unternehmenskommunikation. Der Award findet bereits zum 16. Mal statt, zum ersten Mal jedoch in Wien. Herr Höflich, warum hat es denn so lange gedauert, dass die Veranstaltung nach Wien kommt? Nun, wir sind ja ein Dreiländerverband mit Mitgliedern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und da gibt es natürlich auch immer so einen kleinen Wettstreit, wo finden die wichtigen Veranstaltungen statt. Aber gerade Österreich hat also in den letzten Jahren enorm aufgeholt. Der Content-Marketing-Markt wächst ganz enorm und auch die Qualität hat extrem zugenommen. Und insofern war es eigentlich tatsächlich jetzt ein logischer Schritt, hier nach Wien zu kommen. Das Thema ist ja schon länger angekommen, aber ich glaube, es zeigt einfach nochmal die Bedeutung, dass auch dieser Kongress und vor allem der Award, der ja als solcher einer der renommiertesten und auch größten in ganz Europa ist, dass er sozusagen jetzt Heimat in Wien gefunden hat. Und der Andrang, glaube ich, zeigt es. Das Interesse ist riesig. Wir haben auch an die knapp 800 Einreichungen, wo wirklich die besten Content-Marketing-Produktionen Europas heute prämiert werden. Was macht denn gutes Content-Marketing aus? Gutes Content-Marketing, ich glaube, einfach gute Inhalte. Überraschende Inhalte, ja, das ist, glaube ich, das Geheimnis am Ende. Eine gute Geschichte. Guter Content-Marketing ist glaubwürdig, ist wahrhaftig und ist im Idealfall immer an echten Menschen, an echten Geschichten erzählt. Wir sind, das ist jetzt gar nicht wertend, wir sind keine Werber, wir sind auch keine PRler, wir sind Storyteller. Und wir versuchen das mit echten Menschen, an echten Geschichten zu tun. Das gelingt, glaube ich, auch ganz gut. Die Geschichten, die erzählt werden, müssen zur Marke passen. Und dadurch gibt es eine Synergie, die in beide Richtungen wechselseitig praktisch funktioniert. Eine Win-Win-Situation für den Rezipienten, den Kunden, den zu erwartenden Customer und auf der anderen Seite natürlich für den Dienstleister und letzten Endes für das Unternehmen, was der Absender ist. Es geht um den Inhalt, wie der Name schon sagt, aber vor allem darum, dass man eine Geschichte erzählt, die die Leute so emotionalisiert, dass sich das Ganze, was rundherum nämlich passiert, werbemaßnahmentechnisch, das heißt Awareness-Marketing, Performance-Marketing, so mitnehme, dass ich den Kunden am Schluss auch den Reason Why liefer, wieso ich auch mit dem Werbemittel interagieren soll oder wieso ich mich überhaupt mit der Marke beschäftigen soll. Ja, die Trends sind, glaube ich, verschieben sie mir mehr in auch kleinere Systeme. Also wir haben heute auch im Kongress ja sehr viel gehört zum Thema natürlich, wie gehen wir natürlich nach wie vor mit der digitalen Transformation um. Das treibt uns immer noch alle um. Aber eben jetzt auch, ich glaube ganz fest daran, dass Content Marketing auch zum Bereich der Markendifferenzierung und auch vor allem zur Emotionalisierung von Marken wieder einen größeren Beitrag leisten wird. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und das ist genau das, was wir eigentlich zusammen vorangetrieben haben. Dem Konsumenten zuhören und Inhalte produzieren und auch vor allem distribuieren, die den Menschen wirklich Spaß machen in der Konsumation.